Herzlich willkommen zu diesem spontanen YouTube-Video, heute mal mit Schläger in der Hand, ja, was sonst auch nicht so oft vorkommt. Aber ich dachte mir, ich muss darüber mal ein YouTube-Video machen. Und zwar sehe ich immer wieder Spieler, die viel zu schnell spielen. Das ist ein Phänomen vor allem bei Spielern in Deutschland zwischen LK 15 und 20 und in Österreich zwischen einer ITN von vielleicht 5,2 bis 7,5 ungefähr, ja, ohne mich da jetzt festlegen zu wollen. Und es gibt ein Phänomen, weil diese Spieler zu schnell spielen. Und zu schnell spielen ist gleich Risiko. Und Risiko ist gleich hohe Fehleranzahl. Und hohe Fehleranzahl ist gleich schlechte Mentalität, zu wenig Selbstvertrauen. Und zu wenig Selbstvertrauen führt dazu, dass du die Schläge irgendwann nur noch so reinschubst, vor allem in Drucksituationen, anstatt sie durchzuziehen. So. Und deswegen ist die Lösung dafür, nicht diese super schnellen Schläge zu spielen, die, wenn sie funktionieren, grandios sich anfühlen und ausschauen, aber deren Fehlerhäufigkeit eben auch extrem hoch ist. Ja? Und das kannst du relativ gut korrigieren mit, wo du den Ball hinspielst. Erstens, wir wollen immer weg von den Linien. Weg von der Grundlinie, weg von den Seitenlinien. Kannst dir gleich mal vornehmen, 1 bis 1,5 Meter weg von der Linie, dann hast du schon mal ja, weniger Risiko. Ist ganz logisch, oder? Und das nächste ist, dass du einfach mit der Höhe des Balls arbeitest. Hast du auch schon bestimmt so oft von deinem Trainer gehört, aber es ist eben auch die Wahrheit. Anstatt dass du einen schnellen Ball spielst, der flach übers Netz fliegt, ja, der war jetzt schon dafür relativ hoch, weil ich jetzt einfach nicht ins Netz schlagen wollte, ja, kannst du einfach mal einen höheren spielen, ja, und der darf auch wirklich hoch sein. Je nachdem, was du für ein Niveau hast, kannst du natürlich einen wunderschönen Topspin-Ball auf die Rückhand deines Gegners spielen. Wenn du das noch nicht kannst, ja, dann konzentriere dich einfach darauf, dass der Ball höher, ja, sage ich mal, als 2 Meter, 1,5, 2 Meter übers Netz geht und hinter der T-Linie landet. Da hast du schon mal einen riesen Vorteil. Ja, nochmal zurückzukommen auf das Schnellspielen. Das Schnellspielen ist quasi so die oberste Stufe. Wir haben in der Taktik 4 Stufen. Ja, die unterste Stufe ist die Konstanz. Ja, dann kommen nochmal 2 Stufen und dann kommt erst das Risiko. Das Risiko, wenn wir gegen den Gegner spielen, ist das Risiko, die letzte Möglichkeit. Wenn wir sagen, es geht heute anders nicht, ich muss einfach viel Risiko gehen, ich muss ans Netz gehen, ich muss schnell spielen, um ihn zu besiegen. Das ist die letzte Stufe. Die erste Stufe ist die Konstanz, den Ball reinzuspielen, reinzuspielen. Und damit meine ich nicht, den Ball reinzuschupfen, zu kurz und irgendwie, Hauptsache, nee, das heißt einfach auf bestimmte Zielzonen, ja, die meistens relativ weit hinten im Feld liegen, aber groß sind, nicht klein sind, das heißt weg von den Linien, wie gerade eben schon erzählt, ja, auf große Zielzonen immer wieder den Ball reinzuspielen und dann zu schauen, was passiert. Und ganz oft, ja, bei dieser LK 15 bis 20 und bei dieser ITN, was habe ich gesagt, 5,2 bis 7,5, da reicht das, wenn du den Ball 3-4 Mal reinspielst, weil entweder macht der Gegner gleich den Fehler oder der Ball wird so kurz, dass du daraufhin ans Netz gehen kannst und dann da den Punkt machen kannst, ja. Also, wenn du was aus diesem Video mitnimmst, dann bitte unbedingt weg von den Linien, Ball höher spielen und langsamer spielen. Auch wenn du den Schlag im Training schlagen kannst, den schnellen Rückhand-Longline, der dann so knapp neben der Linie einschlägt, das macht im Match wenig Sinn. Ja? Das hat überhaupt gar nichts mit Taktik zu tun. Taktik ist quasi die Definition, Spielzüge und Spielstrategien anzuwenden, die den Gegner zur Verzweiflung bringen, zu Fehlern zwingen, ja, und dich dann sowohl im Selbstbewusstsein und im Selbstvertrauen, also mental, zu pushen und dann natürlich auch auf der Taktikebene dir einen ganz glasklaren Vorteil zu geben. Ja, und da macht es dann wirklich Spaß und man kann dann wirklich mit bestimmten Spielzügen sich dann immer weiter vorarbeiten in dieser Spielklasse in Österreich und in Deutschland. Ja, ich habe selber das durchlaufen. Ich weiß, was es ist, mit LK 23 einzusteigen. Ich weiß, wie es ist, mit LK 12 zu spielen. Ich weiß, was da für Spielertypen kommen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und das ist immer das Gleiche. Ja. Und wirklich so bis LK 14, bis ITN 4,5 ungefähr, 4,5, kannst du wirklich mit dieser unteren Ebene Konstanz und mit vielleicht ein oder anderen Ebene drüber noch den Gegner zur Verzweiflung bringen. Aber lass mal das Risiko weg und trainiere vor allem im Training die sicheren Schläge, auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Ja. Aber das ist das, was deine Gegner auch nicht können. Ja. Und deswegen wird es dir einen riesen Vorteil verschaffen. Wenn du da mal oben in der Rangliste bist, kommen die schnellen Schläge von ganz allein ins Feld, weil das Spiel wird dann schneller, der Gegner spielt auch schneller. Dann hast du einen ganz anderen Druck, ganz andere Ballhöhe, dann klappt das viel besser. Ich weiß, vielleicht sagst du jetzt, ich will das aber nicht.
aber es funktioniert eben. Wenn du mal willst, dass wir uns deine Schwachstellen anschauen, individuell schauen, was funktioniert bei dir gerade nicht, trag dich ein hier unten unter diesem Video für die Schwachstellenanalyse. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, geben dir ein paar Tipps mit und dann wird es schon mal viel, viel besser laufen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da für das spontane Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Markus. Ciao.